Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wiederum im Hochhaus in der Herrengasse, im neu gestalteten Panoramaraum. Wiederum zu Matt spricht mit. Und heute darf ich ganz herzlich begrüßen Franz Schuh. Guten Abend. Ich darf für jene, die Franz Schuh nicht kennen, vielleicht ein paar einleitende Worte sagen, ein bisschen was von seiner Biografie erzählen. Franz Schuh ist Schriftsteller, beschäftigt sich intensiv auch mit Philosophie. Ich sage bewusst nicht Philosoph, da würde er mich gleich korrigieren. Und er ist ein großartiger Essayist. Franz Schuh studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik und schloss das Studium 1975 mit der Promotion Hegel und die Logik der Praxis ab. 1976 bis 80 war Schuh Generalsekretär der Graz Autorenversammlung, dann Redakteur diverser Zeitschriften, unter anderem Wespennest, und Leiter des literarischen Programms des Verlags Deutecke. Wie viele Journalismuskritiker war er auch als Journalist tätig und schrieb und schreibt für Extrablatt, Wespennest, Profil, Falter und immer noch für das deutsche Feuilleton, nämlich in der Zeit. Schuh arbeitet als freier Mitarbeiter, das betone ich hier, darüber werden wir dann auch noch kurz sprechen, denn frei sein heißt frei sein von Anstellungen, Hierarchien und Fremdbestimmungen, ein wichtiger Teil seiner Lebenseinstellung, arbeitet er bei verschiedenen Rundfunkanstalten und ist auch Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Schuh gestaltet Theaterabende, zum Beispiel, habe ich gelesen, mit Erwin Steinhauer, und ist immer wieder selbst auch Schauspieler. Auch darüber werden wir reden. Und zwar in einem Film, ja, wir haben es vorher kurz angesprochen, in dem Namen auftauchen wie Arnold Schwarzenegger, Karl Schranz. Muss aber dazu sagen, hier wurde viel an Vintage-Material, Found-Footage-Material übernommen und geschnitten. Nicht? Aber sie, zumindest seid ihr im gleichen Film. Der Film heißt Tohuwabohu. Also der Schranz kann sicher besser Skifahren, als ich schauspielen kann. Ja, zur vergebenen Chance des Schauspiels kommen wir noch. Ja. Den Kulturbetrieb selbst versorgt Schuh bis heute mit seiner Kritik, aber natürlich auch mit seinen Ideen und Konzepten. Er organisiert gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk, oder hat organisiert über viele Jahre, das Sommerfestival. Aber schon seinerzeit. Im Waldviertel, ne? Im Waldviertel, ja, genau. Und da sind natürlich Kapazun, da hast du hingebracht, wie Christina von Braun, Peter Sloterdijk, Thomas Mach und Norbert Bolz, viele andere mehr. Seit 7 Jahren wirkst du aber auch in Gmunden, ja. Auch ein Kulturfestival. Und auch da hat Schuh Programme gestaltet mit Peter Handke, Christoph Ransmeier, Robert Menasse, oder auch Themen abgehandelt wie der Erste Weltkrieg und anderes. Mehr. Ja, ich bin mit Maria Hofstetter aufgetreten und wir haben zusammen aus den letzten Tagen der Menschheit gelesen. Und das war ungeheuer. Nämlich nicht ich, sondern die Hofstetter. Okay. Also, man hört schon, Franz Schuh ist ein, Sport würde man sagen, intellektueller Allroundler. Auf jeden Fall jemand, dessen Vielseitigkeit und umfassende Bildung an Intellektuelle mich zumindest der Jahrhundertwende erinnert. Dabei beschäftigt er sich mit Popkultur gleichsam wie mit Hochkultur, mit wichtigen und vordergründig nebensächlichen ebenso. Er hat sehr viele sehr interessante Bücher geschrieben, ich darf ein paar nennen. Das Widersetzliche der Literatur, das fantasierte Exil, das sind Essays, der Stadtrat, eine Idylle, schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche, der Krückenkaktus, sämtliche Leidenschaften und unlängst, auch darauf werden wir zu sprechen kommen, Fortuna. Wurde vielfach ausgezeichnet, um nur 2 Preise zu nennen, den Preis der Leipziger Buchmesse, den Traktatuspreis des Philosophikums in Lech und vieles andere mehr. Der Kritiker Ulrich Weinzierl hat geschrieben, Schuhs Aphorismen können sich mit dem Besten von Elias Canetti messen. Auch ganz schön. Franz Schuh, danke fürs Kommen. Das wäre dem Canetti sowas von gar nicht recht. Würdest du das auch antworten? Nein, aber das ist schon bei Canetti nicht uninteressant, diese Grenze
zwischen Eitelkeit, die manche Menschen überhaupt nicht ertragen, und der notwendigen und gerechtfertigten und dem notwendigen und gerechtfertigten Selbstschutz, der darin besteht, dass man die eigene Bedeutung anderen durchaus auch mitteilen muss. Die Eitelkeit ist ja auch ein Thema in deiner Literatur. Ja, je öfter ich über Eitelkeit nachdenke, desto klarer wird mir, dass der Vorwurf der Eitelkeit erstens einmal selber, und das ist natürlich eine billige Retourkutsche, erstens einmal selber eitel ist, und zweitens, dass der meistens eines übersieht, dass Leute, die sich präsentieren müssen, in einer Präsentationsmaschine drin ist, die ganz unabhängig von ihnen selber die Eitelkeit hervorruft, die nachher in dieser Maschine kritisiert wird. Also du musst für deine Selbstpräsentation einen bestimmten Glanz dir erschleichen, sonst beachtet dich die Maschine nicht. Aber wenn dich die Maschine beachtet, weist man mit Recht darauf hin, was für ein eitler Mensch. Und es gibt ja sozusagen verschiedene Auseinandersetzungen mit der Eitelkeit. Eine ist von Karl Kraus, der von sich sagte, ich zitiere das flapsig, was man ja nicht darf, aber dem Sinn nach stimmt's, was soll ich denn machen, wenn der Spiegel mich schön zeigt? Ja. Wir haben uns zur Vorbereitung des Gespräches auf Wunsch von Franz Schuh im Café Hegelhof getroffen. Es gibt ja noch andere nach Philosophen benannte Cafés in Wien, auch ein Café Schopenhauer. Du hast über Hegel dissertiert und das war sicher eine bewusste Entscheidung, dass wir uns im Café Hegelhof treffen. Offenkundig ziehst du Hegel vor. Also ich möchte dazu auf jeden Fall noch gesagt haben, dass es auch das Café Fichtehof gegeben hat. Mhm. Und Fichte ist nun ein in Wahrheit ziemlich wirkungsmächtiger Philosoph, nämlich einer, der mit den Reden an die deutsche Nation ganz wesentlich beigetragen hat zur identitären Bewegung oder zu identitären Bewegungen, der sozusagen als subjektiver Idealist von einem absoluten Idealisten wie Hegel in den Schatten gestellt wird. Nicht Hegel sah in Fichte nur einen, der also gewisse, sagen wir mal, Subjektspiele betrieben hat, die in sich antithetisch sind, der also nie zur Welt vorstößt, sondern in diesem transzendentalen Rahmen, wie das hieß, stecken bleibt. Aber Fichte war im Grunde genommen der erste Philosoph, mit dem ich mich in einer 80-seitigen Seminararbeit auseinandersetzen durfte. Die Arbeit ist verschwunden, wie vieles verschwindet am Papier in diesen Zeiten. Und natürlich war auch für mich Fichte eine Vorarbeit zu Hegel, so wie das Café Fichtehof eine Vorarbeit zum Café Hegelhof war. Also ich hoffe, dass es möglichst lange, es ist nämlich ein sehr sympathisches Café, kann man Ihnen empfehlen, dass es möglichst lange noch offen bleibt und du wirst es ja weiterhin frequentieren, nehme ich an. Ja, ich habe frei nach dem Spruch von Marx, man müsste Hegel vom Kopf auf die Füße stellen, immer behauptet, man muss das Café Hegelhof endlich von den Füßen auf den Kopf stellen oder irgendwie sowas in der Art. Du hast mir dort folgenden Satz gesagt, man kann Philosophie lehren und kein Philosoph sein, man kann Philosoph sein, nicht wahr, und nicht Philosophie lehren. Ja. Naja, das ist in gewisser Weise ein gefährliches Konzept. Also die Kunsthochschulen leben von diesem Konzept, denn in einer Kunstuniversität ist man unter Umständen ein grandioser Lehrer, ohne selbst ein erfolgreicher Künstler sein zu müssen oder zu sein. Das Problematische daran ist, dass dabei das Pädagogische
Vom sachlich Spontanen, nämlich von der kreativen Kunstausübung, kreativ unter Anführungszeichen, das ist ein Werbefuzzi-Wort, dass man das extra heraushebt und einen Fetisch aus der Pädagogik macht. Aber es gibt tatsächlich etwas, was Alexander Kluge zum Beispiel den unoriginellen Vermittler nennt. Und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz spezifische Arbeit, wo man vermittelt und einen Horizont zur Verfügung stellt, in dem andere, sagen wir mal, ihre Kunstfertigkeiten realisieren können. Und der originelle Vermittler hat selbst keine Originalität, wo er das könnte. Aber die Belehrten, die von ihm Belehrten, haben durch ihn die Möglichkeit, originell zu werden. Wobei ich ja dich an der Hochschule, an der Universität, für eher den originellen Vermittler halte. Ja, ich versuche es so wenig wie möglich zu sein. Ne? Also es gibt aus der Altenberg-Zeit das Zitat, ne? Er ist ein Genie, aber sonst gar nichts. Ne? Das räumt sozusagen von diesem originalitätssüchtigen Sein einiges weg. Jetzt eine ganz banale Frage für unser Publikum. Gleichwohl kann sie durchaus auch eine schwierige sein. Wer ist ein Philosoph? Was macht einen Menschen zum Philosophen? Also diese Frage habe ich sehr befürchtet, weil die Antwort, die ich darauf weiß, mit Sicherheit sehr umstritten, wenn nicht gar überaus fragwürdig ist. Ich würde zwei Antworten darauf geben. Ein Philosoph ist jemand, der an einer dafür bestellten Institutionen, also Universitäten, in Universitätsinstituten als solcher angestellt ist, der einen Vertrag hat, da steht Philosoph drauf, der eine Hauptvorlesung hat und der, je mehr Hörer er hat, auch je mehr Geld verdient dafür, so wie Beichtväter, die auch viele Seelen brauchen, damit sie ihre volle Pracht in der Beichte entfalten können. Also ein Funktionär einer Institution, das ist ein Philosoph. Nun haben wir da ein gewisses Problem. Genau. Das Problem besteht darin, dass ziemlich viele große Philosophen in keiner Institution waren. Also man sagt, weder Marx noch Kierkegaard. Nach Kierkegaard war in einer Institution. Kierkegaard hat überhaupt mit seinem Krieg gegen die Kirche, also Krieg ist etwas übertrieben, aber seiner Radikalkritik an der Amtskirche so etwas wie Institutionenkritik betrieben. Also Schopenhauer hat es ein bisschen versucht mit der Institution, scheiterte aber an wen? An Hegel natürlich, nicht? Er hatte 11 Studenten und Hegel hatte die 1000. Und natürlich war für den Schopenhauer Hegel ein Afterphilosoph, aber der Afterphilosoph hatte die Hörer. Nicht? Also, der wurde sozusagen durch das Publikum bestätigt. Das gibt es ja nicht nur in der Unterhaltungsindustrie, sondern auch im akademischen Betrieb. Bestätigung durch das Publikum. Also irgendwie kann das mit der Institutionentheorie nicht ganz stimmen, nicht? Wenn ganz wesentliche Philosophen nicht in der Institution sind. Und Hegel übrigens hat sehr eingängig gesagt, jetzt in meinem Zeitalter da, 19. Jahrhundert, nicht jetzt, ist es aus mit diesen freischwebenden, dahin vegetierenden Philosophen. Jetzt ist die Philosophie im Status vom Beamtentum. Und das hat er sozusagen großartig gemeint. Nietzsche hingegen hat sich über Kant lustig gemacht, nicht? Als einen beamteten Philosophen. Der hat also sozusagen auf das freie, außerinstitutionelle Denken, war aber allerdings selber Professor. Nicht sehr glücklich, aber immerhin einer der jüngsten überhaupt. Das gehört zu den schönsten Dingen, wenn Nietzsche darum bittet,
man möge ihn aus der Professur, seine Professur sozusagen nicht so ernst nehmen, dass er für andere Sachen auch Zeit hat und so weiter. Also die Verbeamtung hat Gegensätze gefunden. Und jetzt kommt das Problem. Ich glaube, dass Philosophen, also für mich zum Beispiel, sind das Leute, die neben ihren Ideen und neben ihren Gedankengängen eine Art von fixer Idee haben. Also Kant ist zum Beispiel deswegen ein erstklassiger Philosoph, weil er sich gedacht hat, irgendwie muss ich den Verstand, den ich habe, mit der Sinnlichkeit, die ich auch habe, zusammenbringen. Mhm. Das haben zwar andere vor ihm auch schon versucht, aber das war seine fixe Idee. Mhm. Nicht? Da hat er dicke Bücher drüber geschrieben und das war sozusagen das Zentrum, dass er mit einer Radikalität vertreten hat. Nicht? Zum Beispiel Günther Anders, der ein Philosoph war in meinem Sinne, der hier in Wien gelebt hat in seinen letzten Lebensjahren, das war deswegen ein Philosoph, weil er die Idee von der Antiquiertheit des Menschen hatte. Nicht? Dass eigentlich das, was wir uns unter Subjektivität vorstellen und all das durch die Technik und durch die Art und Weise, wie die Dinge uns über den Kopf wachsen, uns sozusagen als Menschen zu antiken Möbelstücken in der Gegend machen. Also es ist eine fixe Idee. Nicht? Mhm. Solche fixe Ideen sind nahe am Blödsinn. Aber durch die intellektuelle Disziplin, die diese Menschen haben, sind sie in der Lage, sagen wir auch den blödsinnigen Kern mit einer Radikalität zu verbinden und zu vertreten, der auch irgendwie zeigt, so ist der Mensch, wenn er denkt. Also man merkt ja, deine Faszination mit der Philosophie, allein schon an diesen Sätzen jetzt, da stellt sich die Frage, wann hat es begonnen? Wie wurde dir klar, du wirst Schriftsteller werden, dich mit Philosophie beschäftigen, sage ich jetzt bewusst nicht Philosoph, aber dann ein Philosophiestudium antreten. Gab es da ein Erweckungserlebnis in der Jugend, etwas oder ein Buch, das wichtig war? Wann ist das passiert und wie? Ich glaube, ich habe einen der klassischen Bildungswege in diese, sagen wir mal ironisch, Sackgasse. Und das ist die Karl-May-Lektüre als Jugendlicher. Haben natürlich viele gemacht, sind deswegen nicht unbedingt sehr viele haben das gemacht. Aber wurden nicht Schriftsteller. Und in Karl-May steckt nämlich ein merkwürdiger, ausnahmsweise kein Ethnozentrismus oder sowas, das möglicherweise auch nicht. Aber es steckt eine merkwürdige Ethik in Karl May, nämlich eine idealistische Ethik. Mhm. Empor zum Edelmenschen, nicht? Das ist so eine Karl May'sche Variante. Wenn man ein beeindruckbares Kind ist, also noch nicht über die sprachlichen Mittel verfügt, um zu erkennen, der kann eigentlich gar nicht schreiben, dann ist man von diesem ethischen Kern und von diesem ethischen Glimmen in diesen Texten, so verlogen können die gar nicht sein, ergriffen. Aber hast du da schon das Gefühl gehabt, weil viele Buben wollen nicht ein Lokführer werden oder was ist da, Polizist, Feuerwehrmann, aber hast du da schon das Gefühl gehabt, ich will eigentlich Schriftsteller werden? Nein, ich komme aus einem kleinbürgerlichen Milieu, ist das, also ein kleinbürgerlichen Milieu, aus welchen Verhältnissen da willst du gar nichts werden. Ja. Da bist du froh, wenn du irgendwie durchkommst und die Eltern sagen dir, du wirst mit Blut und Tränen dein Brot verdienen, wenn überhaupt. Und in der Schule wird einem auch dementsprechend erklärt, na, willst du jetzt lernen oder willst du Maurer werden? Also es ist da... Das ist die Pädagogik von damals. Das war eine Pädagogik von damals. Und es ist da nichts, was auf einen schönen Beruf hindeutet, sondern es ist da eher die Angst davor, dass man untergeht. Nicht? Ich habe jüngst den Philosophen oder den Soziologen Hartmut Rosa gehört,
der für den Lohn ohne Arbeit ist. Mhm. Und zwar deshalb, damit die Existenzangst aus der Gesellschaft verschwindet. Und die Begründung, dass die Existenzangst aus der Gesellschaft verschwinden soll, ist eine ganz wichtige, sagen wir mal, ethische Strategie, der sich eine solche Gesellschaft verschreiben könnte, wenn sie nur wollte. Aber sie tut es logischerweise nicht, weil die Existenzangst einer der wesentlichen Dinge ist, Menschen sowohl politisch als auch ökonomisch zu gängeln. Mhm. Und warum soll man jemanden, so ist der Konsens, eine Möglichkeit eröffnen, die er sich nicht selber erarbeitet? Haben deine Eltern sowas wie Existenzangst für dich gehabt, als sie gehört haben, also ihnen mitgeteilt hast, du willst jetzt Literatur studieren und Philosophie? War da Freude, Stolz oder um Gottes Willen, was macht er? Das waren irgendwo die beglückenden und in den Augen vieler Konservativer von heute idealisierten 70er Jahre, wo es eigentlich nicht darum ging, dass man einen fixen und sicheren Job hat, sondern es genügte schon, wenn man in den akademischen Kreis hineinkommt. Also allein der akademische Kreis genügt, wobei damals die Matura noch einen anderen Wert hatte als heute. Also wenn du sozusagen das Fundament der Matura hast, bist du in dieser Gesellschaft schon nicht verloren. Aber damals gab's und was ja quasi immer du darüber hinaus machst, das stellt der Vater, nicht patriarchalische Verhältnisse, dir frei. Es gab ja auch die Idee der Vollbeschäftigung, nicht? Sozusagen als gesellschaftliche Klammer. Das kann man hin und wieder sehen, wenn man alte Club 2-Sendungen wiederholt sieht. Da sieht man Funktionäre, politische oder wirtschaftliche Funktionäre auftreten, die vom Aufrechterhalten der Vollbeschäftigung sprechen, die von einer existierenden Vollbeschäftigung ausgehen und auch gleichzeitig die Utopie haben, das wird sozusagen so bleiben. Und dann muss man sich vorstellen, was eine utopische Kraft ist. Und das kann man sich dadurch vorstellen, dass meine Eltern zum Beispiel noch gehungert haben. Also in der Zwischenkriegszeit, auch in der Nachkriegszeit noch. Dass also die Tatsache, dass alle partizipieren können, ökonomisch, also materiell, in wie kleinen Verhältnissen auch immer, aber sie sind dabei. Das ist unter dem Titel Vollbeschäftigung gelaufen. Und ich kann mich erinnern, dass ich Kreisky 9 Stunden interviewt habe, nicht auf einmal, sondern auf einige Tage verteilt. Und dass ich da zum ersten Mal bemerkt habe, wenn an dem irgendwas echt war, er war ja ein furchtbarer Komödiant auch, nicht, der seine Umgebung ziemlich am Schmäh gehalten hat und mit eleganten Intrigen auch regiert hat, also das ist offenkundig auch Politik. Aber was ihn wirklich bewegt hat, war eine furchtbare Angst vor der Wiederkehr von Arbeitslosigkeit. Das ist ein Phänomen gewesen, dass der ein tiefes Erschrecken in der Erinnerung daran sich sozusagen bewahrt hat. Aber lass uns noch kurz über diese 60er und 70er sprechen, die Zeit, in der du ja auch studiert hast. 68, Studentenrevolte, Zeiten großer sozialer, politischer Veränderungen. Wie siehst du das? Oder wie hast du es damals empfunden und wie siehst du es heute? Also die Zeit der sogenannten Studentenrevolte, die ja in Wien ziemlich gemildert war, kann man, glaube ich, aus zweierlei Perspektiven betrachten. Das ist jetzt die Rückschau. Ja. Die eine Perspektive
ist die klassische soziologische Perspektive von Jugendbewegungen. Also Jugendbewegungen hat es aller Art gegeben. Es gab auch katholische, es gab andere Jugendbewegungen, sogar protestantische. Nicht? Und ich erinnere mich, dass der Philosophielehrer, Professor Erich Heintl, klagend sich immer darüber geäußert hat, dass die Jugend keine Lieder mehr singt. Das hat er deswegen gesagt, weil er eben aus einer Jugendbewegung stammte und daherkam, in der man Lieder sang. War ja die Zeit der Parolen statt der Lieder, nicht? Ja, genau. Ja. Aber Jugendbewegung einerseits ist eine soziologische Kategorie, eine Geschichte, ja, wo die Studentenbewegung ein Teil war. Die andere Geschichte, die auch immer erzählt wird, ist die Geschichte, dass hier eine Gruppierung entstanden ist, die den Totalitarismus der Rechten auf links gearbeitet hat. Mhm. Also, dass es sozusagen Kadergruppen gibt, die marxistisch-leninistisch den bürgerlichen Rechtsstaat unterlaufen wollten und die im Grunde genommen einer totalitären Ideologie anhingen. Wobei ich mich besonders gern an einen Aufsatz von Hermann Lübbe erinnere. Lübbe ist ein wunderbarer, überaus kluger Philosoph, neokonservativer Gesinnung, würde ich sagen. Der sagte damals, ist mir wurscht, was die da an Ideologie haben oder was sie aufführen. Mir völlig wurscht, was sie da in den Kommunen treiben. Alles egal. Nur was mir nicht wurscht ist, die erziehen die Leute zu einem Hedonismus, also zu einem Lebensgenuss, mit der man in einer modernen Gesellschaft nicht mehr arbeiten geht. Also diese, sagen wir mal von heute aus gesehen, sehr problematisch ausgedrückt, diese Spaßfraktion der Studentenbewegung schien dem gefährlicher als der Totalitarismus, der in den verschiedensten Übungen einen Ausdruck fand. Und wie man das damals erlebt hat, wenn man in relativer Isoliertheit gelebt hat, war natürlich die Vorstellung, dass man zu einer Gruppe gehört oder dass man da irgendwo mitmachen kann, bei aller Skepsis erfreulich. Mhm. Wobei für dich ja, glaube ich, die Musik wichtiger war als die Politik, die Beatles wichtiger als die 68er. Das ist etwas, was schon während der Schulzeit stattfand. Es gibt ein Foto, wo die Teile der Schulklasse, in denen ich, sagen wir mal, mein Leben damals fristete, Teile der Schulklasse verkleidet waren als Beatles. Die hatten so eine Gitarre und die anderen hatten eine Luftgitarre. Und das Foto, nicht? Punktum, also Roland Barth nennt das in der hellen Kammer Punktum, dieser Moment, dieser eine Moment auf der Schullandwoche hat gezeigt, wie da Leute aus dem 15. Bezirk die englische Popkultur gar nicht anders bewältigen konnten, als dass sie sie selber wiedergaben und nachspielten. Also das war schon eine ganz grandiose Umstülpung, weil es vor allem mit bestimmten Freiheiten verbunden waren, die insbesondere die 60er Jahre den Leuten verboten haben. Also Josef Winkler hat in seinen Büchern geschrieben, wie der Vater, das ist bayerisches Milieu, den Sohn nicht ertragen hat, weil der Sohn Blue Jeans trug. Nicht? Heute trägt jeder Bauer Blue Jeans. Im hohen Alter immer noch. Hat ja, glaube ich, ursprünglich sogar für Bauern gemacht. Ursprünglich gemacht in den feinsten Staaten. Und kommt wieder zu den Ursprüngen zurück. Ja. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema Glück, Fortuna.
Warum interessiert dich das Glück? Ich meine, du hast ja auch eine Sendung im Radio dazu. Was interessiert dich am Glück so sehr? Also am Glück interessiert mich das Glück kaum. Was mich am Glück am meisten interessiert, ist, was die Leute sich einreden müssen, um einen Glücksbegriff zu finden und ihn auch äußern zu können. Man muss sagen, es gibt ja eine lange Tradition der Verächter des Glücks. Die geht bis zu leicht pathetischen Wegwendungen vom Wort Glück, wo dann etwa Hand gesagt, ich sage lieber Freude als Glück, klar, weil Freude weniger abgegriffen zu sein scheint als das Glück. Aber es gibt auch eine lange Tradition der Glücksverachtung, etwa bei Nietzsche, der sagt, Glück ist nichts für Menschen, das ist nur was für Engländer. Ja, weil die beschäftigen sich so mit solchen Häuslichkeiten. Nicht? Und von Nietzsche stammt auch die Verachtung des kleinen Glücks, nicht? Also ein bisschen warm haben und ein bisschen so, nicht? Und so, das ist nicht, wie nahe er selber an diesen Dingen dran war, gut, das ist eine andere Geschichte, nicht? Und er ist grandios gescheitert an diesen Dingen. Und darin besteht nicht zuletzt seine Größe. Sind wir froh, dass er nicht mit dem kleinen Glück zufrieden war. Ne? Aber dass die Lust tiefe Ewigkeit erfordert, ne? Ist ein großer kleiner Gedanke. Nicht? Also, oder ein kleiner großer Gedanke, je nachdem, wie man es wendet. Also in deinem Buch kommt, glaube ich, vor Oliver Hardy. Lotte Tobisch, ein alter grüner Koffer, es kommt ein Hausbesorger in der Rheintalgasse, 15, im 15. Wiener Bezirk vor, es kommt Alzheimer vor, verkrüppelt die rechte große Zehe, eine Nebenhöhlenentzündung. Und dann habe ich gelesen, ein Kritiker hat geschrieben, Franz Schuh hat einen abgrundtief komischen Roman geschrieben. Was ist am Glück so komisch? Auch wenn ich mir diese von der Zehe bis zur Frau Tobisch, naja, beziehungsweise nicht wahr, vom Hausbesorger, bis hin zur Nebenhöhle. Es gibt den berühmten, sehr verführerischen Satz aus Becketts Endspiel. Nichts ist komischer als das Unglück. Und wie dieser Satz zu drehen und zu wenden ist, also zunächst einmal könnte man zynisch sagen, nichts ist komischer als das Unglück der anderen. Gut, das kennen wir aus Slapstick-Komödien, nicht wahr? Das und der Bananenschale, aber nicht die kleinen gemeint Unglücke. Zu sein. Ja, natürlich. Sondern was gemeint zu sein scheint, ist, dass, ja, sagen wir mal, die Erhabenheit, mit der jeder Einzelne auftritt, da sind wir wieder bei dieser Not, die uns so eitel macht, die Erhabenheit, mit der jeder Einzelne auftritt, eigentlich lächerlich ist. Und die Lächerlichkeit offenbart sich in der Situation, wo eben nicht eine Übereinstimmung eines Inneren mit einem Äußeren, also das Glück herrscht. Sondern dort, wo das Unglück herrscht, ist ein Riss durch diese Erhabenheit. Und dieser Riss ist zutiefst komisch in dem kantischen Sinne, in dem Kant sagt, komisch ist das verfehlte Erhabene. Also in diese das heißt, Richtung würde ich... Du hast eigentlich ein Buch, aber dann eigentlich über das Unglück geschrieben. Das ist wieder, dieser Falle würde mich eher entziehen. Okay. Und zwar deswegen, weil die Dialektik einer Wechselwirkung von Glück und Unglück einfach aus Erfahrung nicht stimmt. Es gibt Unglücksformen, denen kein Glück im Gegensatz entspricht. Und es gibt Glücksformen oder Glückserlebnisse, die überhaupt kein Unglück brauchen, um sich entfalten zu können. Aber dann gibt es natürlich die klassischen Glücks-Unglückserlebnisse, nicht? Also sehr gern haben die Leute diese Geschichte von Freud, nicht? Die auch
abgestritten wird, aber die, wo man in der kalten Winternacht, nicht, was ist Glück, na, dann gehen sie her, in der kalten Winternacht halten sie ihre Füße aus der Decke raus und wenn sie sie dann wieder reinziehen in die Wärme, werden sie schon sehen, was Glück ist. Das sagt man natürlich, das ist kein Glück, sondern eine Neutralisierung. Also eine, das unangenehme Zustand. Eine, ja, eine Neutralisierung, unangenehmer Zustand. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, auch aus eigener Erfahrung. Aber gut. Gut. Zu Gesprächen frage ich dann gelegentlich auch nach dem Beginn sozusagen einer Karriere. Ich frage mich aber, ob Karriere für dich und dein Leben überhaupt ein relevanter Begriff ist. Naja, also da muss man wieder zugeben, dass Karriere ja nicht nur ein Begriff biografischer Lebensführung ist, sondern auch zur Soziologie von der Beschreibung von Lebenswandel oder Lebenszügen gehört. Das heißt, Karriere ist einerseits das, was man als Bankbeamter vor sich hat, wenn man Glück hat, aber andererseits ist Karriere ein Begriff, mit dem beschrieben wird, wie jemand in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitraum und in einer bestimmten Gesellschaft reüssiert oder im Gegenteil, wie er da nicht mitkommt. Da muss ich gleich anschließen, also abseits davon, dass du natürlich in sehr verschiedenen Bereichen sehr reüssiert hast, vom Essayisten, Schriftsteller bis hin zum Universitätslehrer. Ich glaube, Schauspieler ist jetzt nicht die erste Kategorie des Reüssierens, ja, aber in vielen Bereichen sehr erfolgreich warst, stellt sich schon die Frage, und das schließe ich an einen Satz von dir an, der lautet, vernichtet zu sein, ist mir vertraut. Nämlich, wie kann man als origineller Denker, Schriftsteller, auch mit philosophischen Ambitionen, wie kommt man da mit dem Leben zurecht, in der Weise nämlich auch, dass es ja auch um einen Kampf geht, ums alltägliche Dasein, ja? Wenn man nicht angestellt ist, wenn man sozusagen nicht eingebunden ist in eine Organisation, gerade jemand wie du, der Hierarchie, Autorität immer abgelehnt hat und auch eine feste Anstellung der Position nicht angenommen hat, wie überlebt man da? Das also ich habe Hierarchien nur insofern abgelehnt, als ich mich in ihnen nicht bewähren kann. Also ja, da hast du, glaube ich, lehne Hierarchien nicht ab, ja, als eine Art Lenkungsmechanismus. Aber nicht für dein Lebensumfeld sozusagen. Für mein Lebensumfeld geht es ziemlich schwer, mit Hierarchien zu Rande zu kommen. Aber wie kann man mit diesem Freiheitsdrang, ja, mit dieser Unabhängigkeit in dieser Gesellschaft überleben? Ich glaube, das kann man dich durchaus fragen. Ich bin sehr skeptisch, was Freiheitsdrang betrifft, denn es gibt so eine klassische Unterscheidung zwischen Freiheit von und Freiheit wofür. Eigentlich hat man Freiheit dazu, um eine Bindung einzugehen. Sagen wir mal, der fesche Wilde, den man in sich fühlt, der kann man nie sein, weil das nicht eine Möglichkeit ist, die in der Gesellschaft vorgesehen ist. Und da muss man genau auf diese Frage in dem Zusammenhang auf jeden Fall eines sagen. Dieses Österreich der Jahre von, würde ich sagen, mal 1970 an, hat, und das kann man sicher auch soziologisch beschreiben, untersuchen, Nischenexistenz ermöglicht, Nischenexistenzen ermöglicht, die in anderen durchkomponierten Gesellschaften undenkbar wären. Also ich kann mir solche Nischen schon in der Bundesrepublik Deutschland schwer vorstellen, obwohl es in Berlin und in München solche Großnischen für viele doch gegeben hat. Also hier ist eine Möglichkeit gewesen, ohne die von dem Karrierenmodell diktierte Lebenswelt durchzukommen.
Und das ist nicht überall so. Und insofern bin ich diesem Land und seiner Organisationsform dankbar. Das war ich nicht immer. Nicht? Immerhin bin ich anders als der Ex-Bundeskanzler Schüssel Soldat gewesen. Ich habe also gedient und zwar ordentlich. Also ich bin durch die Institutionen gegangen, durch die Schulen, durch die Universität hier. Und das war auch insofern kein Honiglecken, weil die Frage, wie gut die Unterrichtenden sind, und ob sie sozusagen eigentlich eine wirkliche Berechtigung haben für ihre Positionen. Die Fragen sind bis heute noch nicht beantwortet. Das ist ein schwieriges Problem. Wer soll das sagen? Weil die Selektionsmechanismen österreichischer Akademiker sind nach wie vor ein ziemlich großes Problem. Aber sie haben einen nicht umgebracht. Ja. Die Bildungsfrage wäre ein sehr weites Feld, die wir, glaube ich, heute nicht ansprechen können. Aber diese Nischen, diese Frage der Nische, diese Möglichkeit, in diesem Gemeinwesen mit dem Anderssein zu überleben, das finde ich schon sehr interessant. Ja, man muss natürlich die Ansprüche nicht auf das Niveau des Facharbeiters hinaufgeschraubt haben. Man muss in der Lage sein, mit einer bestimmten Verzichtsszenerie zu leben. Und ich kannte ja Leute oder Menschen, die das in einem viel stärkeren Ausmaß den Verzicht auf sich nahmen. Elfriede Gerstl zum Beispiel, die Dichterin, die über Jahrzehnte in einer Armut gelebt hat, und die das auch gar nicht gern gehabt hätte, wenn man es erwähnt, denn die hat sich auch nicht als Opfer gefühlt, aber frei gewählt hat sie die Armut auch nicht, sondern das ist etwas, was man, um eine bestimmte Arbeit zu machen, im Sinne des Amor Fati, also der Liebe zu seinem Schicksal, da kann man nur so leben. Es geht kompensiert, nicht anders. Kompensiert der intellektuelle Anspruch zumindest zum Teil den materiellen Verzicht. Das auf jeden Fall. Das ist die sozusagen die kleinbürgerliche Disposition oder das, was Herbert Marcuse die affirmative Kultur nennt. Nicht, dass man mit den, sagen wir mal, geistigen Genüssen und geistigen Kräften sich einbildet, man könnte materielle Konflikte oder materielle Benachteiligung ohne weiteres ausbalancieren. Ja. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja möglich, aber es ist auf keinen Fall ein Modell, das man grundsätzlich anderen vorschreiben kann. Nicht? Wenn einem selber das Glück beschert ist, dass man das durchhält, das darf man noch lange nicht sagen, das lernt ordentlich und seid gebildet, dann kann es euch wurscht sein, ob es euch schlecht geht, ob es euch elend geht. Ne? Gibt es etwas in deinem Leben von den vielen Dingen, die du gemacht hast, auf das du besonders stolz bist? Eigentlich nein. Stolz geht mir grundsätzlich ab. Vielleicht der Umstand, das habe ich jetzt wo gelesen, dass ein Stern nach dir benannt wurde. Weißt du davon? Und das wäre vielleicht doch etwas, auf das man... Ich kenne die von mir selbst initiierten Fake News nicht. Da wäre ich auch überfordert. Das ist ja sozusagen von der Position des Philosophen klar abgegrenzt. Was ist für dich... Einerseits ist da die Literatur und dort die Philosophie. In welchem Verhältnis steht es zueinander? Es gibt ja auch ein Buch von dir, das Widersetzliche der Literatur. Ist das Widersetzliche etwas Wesentliches in dieser Abgrenzung? Naja, da vertrete ich schon eine Ansicht, die ich nicht allein vertrete, aber das ist schon ein klassischer idealistischer Glaube, nämlich Idealismus im Sinne des philosophischen Idealismus, dass ich denke,
dass so etwas wie ein geglücktes Werk, das in meinen Augen zum Beispiel Menschen wie Elfriede Gerstl oder Konrad Beyer haben, dass so etwas sich widersetzt einem gesellschaftlichen Mainstream, der seine Berechtigung mit Sicherheit hat, der aber mit viel zu wenig Widerspruch konfrontiert ist, vor allem weil er gelernt hat, den Widerspruch in seine eigene Affirmation hineinzuarbeiten. Genau Texte zu lesen, etwa von Konrad Beyer oder von Elfriede Gerstl, genau solche Texte zu lesen, zeigt, da ist eigentlich eine Widersetzlichkeit drin, die nicht integrierbar ist. Also der berühmte Minister, der die Salzburger Festspiele eröffnete und gesagt hat zu den Künstlern, ich formalisiere das, wann endlich werdet ihr euch gegen uns durchsetzen? Also dieser, der verfehlt sozusagen seinen Appell zu eigenen Gunsten, wenn man diese Texte genau liest. Also da ist ein Widerstreben da, das sich nicht in die Affirmation von Negationen einfügt. Wenn ich jetzt zu deiner Literatur, zu deinen Werken komme, da gibt es natürlich Begriffe oder Themen, die immer wieder, zumindest im Untertitel oder auch im Titel vorkommen, Liebe, Macht, Heiterkeit, Kunst, Tod. Und es gibt auch ein nämlich das Buch, glaube ich, ist Leidenschaften, wo es um, oder ich erzähle sogar Franz Schuh heißt, ja. Ein armer Hund, wobei der arme Hund gar nicht unglücklich ist, also ein Künstler, der sich durchfrettert, ja, in diesem Buch. Wie autobiografisch ist dein Werk und deine Themen? Also sämtliche Leidenschaften ist natürlich eine, ist insofern autobiografisch, als ich den autobiografischen, man sagt Diskurs, ne? Diskurs kommt von Diskurere, Auf- und Ablerinnen, also den autobiografischen Diskurs verwende, um eine Biografie daherzulügen. Also ich bin nicht jemand, wie das andere großartige Schriftsteller tun, der autobiografisch schreibt, um die Wahrheit seiner Existenz zu erkunden, sondern ich bin jemand, der den autobiografischen Rahmen dazu verwendet, um Biografien zu erlügen. Nicht? In sämtliche Leidenschaften arbeite ich, weil mich auch so fühle, als Frühstückskoch in einem Wiener Café und habe da einen Assistenten, der ein neuseeländischer Globetrotter ist und der immer zwei Hosen trägt, er hat nicht mehr und er trägt immer zwei Hosen. Sonst ist er meistens gelb im Gesicht, weil ihm schlecht ist von den vielen Reisen, wo er immer. Also den hat es in der Tat wirklich gegeben. Aber dich als Koch gibt es nicht. Mich als Koch gab es nicht und ihn als Assistenten schon gar nicht, nicht. Es ist in einem anderen, oder ist es im gleichen Buch, das weißt du besser, da hast du auch einen Satz, der heißt, die Welt ist, was mich zu Fall bringt. Das klingt natürlich, das klingt sehr pessimistisch. Beziehungsweise naja, vielleicht auch skeptisch, vielleicht eher eine Parole eines Skeptikers. Da muss man sagen, das ist ein gymnasiastenhaftes Spiel mit Wittgenstein. Der Fall ist. Nicht? Alles, was der Fall ist, nicht die Welt, alles, was der Fall ist. Trotzdem. Und solche Dinge, sollte man eher bleiben lassen, aber der Karlauer gehört nun mal zur vor allem zeitgenössischen österreichischen Literatur. Die wäre ohne Karlauer ziemlich leerlaufend und öde. Apropos österreichische Literatur, vielleicht auch da die Frage. Ich habe also auch gelesen, dass viele Kritiker der Meinung sind, Schuh knüpfe also an Karl Kraus und Canetti an, die wieder Avantgarde, Konrad Beyer. Bist du glücklich mit dieser Verortung? Nein, weil die Anhängerschaft und die Nähe zu Karl Kraus ist natürlich tödlich. Nicht? Das ist eine
Unmögliche, dass nichts ist Gott verlassener als seine Anhänger und nichts ist Gott von Gott mehr verlassen als seine Feinde. So ähnlich hat das Walter Benjamin zitiert. Das Zitat ist so heilig, dass ich es gar nicht richtig auswendig kann. Aber dem Sinn nach ist das die Wahrheit. Also das ist sozusagen der Tod. Aber wem ich natürlich um Verwandtschaft anbetteln würde, das sind Schriftsteller wie Bolga, Friedel, trotz dessen mir unerklärlichen Einschätzung des Ersten Weltkrieges. Also das ist eine Tradition, die heutzutage eine Größe hat, der gar kein Österreicher ist, der aber die unberührbare, absolute Größe dieser Tradition ist, und das ist Max Gold. Ja, also Leute, die ein unglaubliches auch kulturelles, kulturgeschichtliches Umfeld in ihrer Literatur mit verarbeiten, mitdenken. Es ist schon die Frage, nicht nur, wie willst du schreiben, wie willst du leben? Nicht? Mhm. Diese Frage existiert auch. Da komme ich zu dem Film Tohu Wabohu. Ich habe zuerst gedacht, ich frage auch mal, ob du vielleicht, nachdem du ja sogar in einem Film die Hauptrolle gespielt hast, der heißt Herr Schuh und der Tod, ob du vielleicht doch irgendwann daran gedacht hast, Schauspieler zu werden, ob dich das gereizt hätte. Aus schnöden Gründen Schauspieler was ganz Wunderbares, nicht? Weil du kriegst 400 Schilling pro Tag, die verdienst du dir als Autor nie. Ja, stimmt. Und so habe ich halt bei Tohu Wabohu mitgespielt für 400 Schilling am Tag. Nicht? Und ich erinnere mich, als ich da hinkam zum ersten Mal zum Drehort, kam mir Jess Gitti entgegen und sagte zu mir, ich bin die Gitti, wer bist du? Da wusste ich, hier habe ich eine Zukunft. Der Autor, frisch verstorbene, auch Kotan-Autor Zenker, der Autor auch dieses Filmbars hat gesagt, Tohu Wabohu, ist immer alles nebeneinander, von der politischen Anspielung bis zum Lederhosenwitz. Und in einem deiner Werke, nämlich schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche, sagst du selbst, das Leben bestehe aus lauter Nebensachen. Nicht? Welche Rolle spielt sozusagen der Tohu Wabohu, das Mit- und Nebeneinander unterschiedlichster Dinge? Hochkultur, Populärkultur, wichtiges, Nebensächliches in deinem Werk. Ist der Tohu Wabohu das, womit die Bibel anfängt. Nicht? Die Schöpfungsgeschichte fängt mit Tohu Wabohu an. Und Zenker habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Das war ein Ausnahmetalent in der Tradition Ödön von Horváths, dessen erste Kotan-Verfilmung, also der erste Kotan-Film, ein geniales Kunstwerk war, der dann sozusagen durchs Blödeln in die Relativierung seiner eigenen Ansätze gekommen ist, aber immer noch als Blödler großartig war. Wenn man die Kulturindustrie nach ihm betrachtet, sieht man, wie viel von diesen Privatfernsehleuten, also insbesondere ProSieben von Tohu Wabohu, sich einfach abgeschaut haben. Ne? Die stehlen ja wie die Raben. Aber gut, die Tiere können nichts dafür, nicht? Die klauen und lassen von einem originalen Menschen nichts mehr über. Nicht? Der ist bis zum Knochen abgefressen, wenn er mal in dieser Szene erscheint. Ja, aber zu Tohu Wabohu vielleicht noch weiter von Conny Fröbis über Fichte bis Peter Alexander, von Lacan bis zum Werbespot. Das sind alles Dinge, sozusagen Welt, die dich ja interessiert. Nicht? Das heißt, es geht nicht um das Erhabene, es geht eigentlich um den Alltag, um die Welt um uns herum. Ja, auch wenn Max Gold gesagt hat, der Alltag ist eine fade, essayistische Kategorie, glaube ich doch,
dass in unserer Art von Gesellschaft die Alltäglichkeit das zentrale Medium ist. Also alles führt in den Alltag zurück, mit Ausnahme des Todes. Aber wenn du ins Burgtheater gehst, gehst du nachher in ein Restaurant. Und die Idealisten von uns sagen, das ist aber geschmacklos, statt dass sie sich über Jean Gabriel Borgmann bis in den Morgen unterhalten, gehen sie einfach irgendwelche süßen Dinge in sich hineinstopfen. Das ist entweder bedauernswert, aber andererseits ist es unverhinderbar, weil du gehst aus dem Fest raus und der Alltag hat dich wieder. Darf ich fragen, entspricht dieser Vorstellung von Welt und Interesse von Welt auch die Liebe zum Essay, also zum Versuch sozusagen zur kleinen Form gegenüber der großen Erzählung? Skepsis auch gegenüber der großen Erzählung? Naja, für uns Kenner ist natürlich der Essay seit Montaigne, wenigstens seit Montaigne, eine ganz große Sache. Die Tatsache, dass es einen Essayismus gibt, also die Äußerungen des akademischen Proletariats, die für den Journalismus nicht reichen, aus empirischen Gründen, für die Wissenschaft schon gar nicht reichen, wo dann dazwischen irgend so ein Raum ist, der Essayismus genannt werden kann, nicht? Im Unterschied zu dem, was Robert Musil unter Essayismus versteht, dafür kann die Gatto nichts. Man muss nämlich umgekehrt sagen, es gibt kaum eine verkommenere Gattung als den Roman. Nicht? Und es gibt kaum eine verkommenere Gattung als den Kriminalroman. Aber die Essayistik ist halt von ihrer Zwischengestalt besonders leicht komprimierbar, kompromittierbar. Das ändert nichts daran, dass es ganz bedeutende Werke gibt der Essayistik, wie zum Beispiel von Hermann Broch, Hoffmannsthal und seine Zeit. Das ist ein Jahrhundertwerk, egal ob es ein Roman oder was, egal in welcher Form, ne, das ist einfach, und das ist Essayistik im allerbesten Sinne. Das habe ich auch gelesen, der Altabt von Geras, der hat mal über dich gesagt, du hättest etwas von einem Wanderprediger. Es geht so in Volksbildner-Dimension. Was sagst du dazu? Hast du das gehört auch? Oder wie findest du die Idee Volksbildner-Wanderprediger? Ich kann mich nicht erinnern, was er alles über mich gesagt hat, aber ich achte ihn sehr und ich finde, das ist ein Mann im weißen Gewand, der einen durchaus auch intellektuell Mores lehren kann. Letzte Frage, ganz kurze Antwort, dann sind wir nämlich wirklich am Ende. Welches Thema interessiert dich zurzeit? Über was wird dein nächstes Buch? Um was wird sich dabei handeln? Was ich interessiere mich für die Derealisierung von Wirklichkeit. Also mein nächstes Buch wird über Schauspieler sein und alles, was das Schauspielerhafte, die Erzeugung von Schein betrifft, den man abnimmt, dass er wirklich ist. Das ist, glaube ich, ein wunderbarer Schluss. Danke, Franz Schuh.